Mein Name ist Sebastian Lamberts, ich bin 31 Jahre alt und komme aus Siegburg. Als Diakon bin ich im Seelsorgebereich Nippes Bilderstöckchen eingesetzt und arbeite dort viel mit Kindern und Jugendlichen. In meinem früheren Beruf war ich kaufmännischer Leiter in einer Genossenschaft in Köln. Morgens musste ich mir immer die Frage stellen, welche Krawatte ziehe ich an? Das muss ich heute nicht mehr. Als Priester möchte ich den Menschen zeigen, Gott schenkt uns alles und er nimmt uns nichts. Mein Name ist Nicolo Galetti. Ich komme aus Italien, aus Cremona. Ich bekomme sehr viele Anrufe, jeden Tag. Ein Ruf war aber in meinem Leben entscheidend und das war kurz vor dem Abitur. Und dieser Ruf hat mich dann zum Priesterseminar geführt, direkt nach dem Abitur, hat mich bis nach Köln geführt und ich bin sehr dankbar für alles, was Gott mir in dieser Zeit geschenkt hat. Und deswegen will ich auch Priester werden und auch das weiterzugeben und dem Menschen ein offenes Ohr für Gott zu schenken. Und wenn Gott ruft, was magst du? Antwortest du nicht? Mein Name ist Michele Leonetti, ich bin in Rom geboren und aufgewachsen. Ich habe Kommunikation und Wissenschaft studiert und ich habe beim Kino, beim Film gearbeitet. Ich wollte Regisseur werden. Heute habe ich jemand ganz anderen die Regie gegeben, nämlich Gott. Deswegen hätte ich gerne, dass die Leute sich öffnen für einen solchen Regisseur. Es lohnt sich, zu spielen in diesem Film. Mein Name ist Tommaso Bonifaci, ich bin Italiener, komme aus Rom. Und ich habe immer gerne Musik gespielt und auch gesungen. Und dann eines Tages habe ich Jesus Christus kennengelernt und er hat mir eine andere Musik gezeigt. Und dann hat mein Leben auch einen anderen Ton bekommen. Ja, und heute möchte ich für Gott singen und auch den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie auch diese Musik kennenlernen können. Mein Name ist Franziskus von Böselager. Ich bin geboren in Menden im Sauerland. Ich habe nach dem Abitur erstmal ein duales BWL-Studium gemacht. Während dieses Studiums habe ich viel Musik gemacht. Habe dafür gesorgt, dass andere Leute viel Spaß haben aneinander, miteinander. Und als ich dann zum Priestertum gerufen wurde von Gott, habe ich erkannt, dass es erstmal darum geht, ihn zu loben und sich an ihn zu erfreuen. Mein Name ist Hector Miranda. Ich bin in Mexico City geboren und als Chemieingenieur habe ich mich viel mit dem Studium der Schöpfung beschäftigt. Aber dann habe ich erfahren, dass es etwas viel Wichtigeres ist im Leben. Und zwar, den Schöpfer des Lichtes und des All sehen zu lassen. Und deswegen will ich Priester werden, den Menschen zu helfen, das Licht ihres Lebens zu sehen. Ich bin Matthias Peus, bin 44 Jahre alt und habe 9 Jahre als Ingenieur im Automobilbau gearbeitet. Dort habe ich Freude daran gefunden, Produkte von Grund auf zu entwickeln, dass sie ein Autoleben lang funktionieren. Dann haben Freunde mich darauf angesprochen, es sehe doch ganz so aus, dass ich Priester werden solle. Die Frage war zu gut. Ich habe daraufhin nachgedacht, gebetet und fand dann am Ende so viele Symptome, dass ich wusste, ja, das ist richtig. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Jetzt finde ich meine Freude daran, Menschen zu helfen, dass ihr Leben von Grund auf fest wird, stark wird, sodass es ein Leben trägt und bis in Ewigkeit. Mein Name ist Torben Pollmann.
Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Bonn-Bad Godesberg. Ins Priesterseminar bin ich direkt nach dem Abitur eingetreten. Jetzt bin ich im Seelsorgebereich Odenthal, Burscheid und Altenberg und mein Lieblingsdienst dort ist das Predigen. Ich möchte Priester werden, um Jesus Christus zu verkündigen. Und ich habe festgestellt, ob man jetzt predigt oder ob man Abitur macht oder ob man studiert, im Idealfall sagt einem der liebe Gott, was man sagen soll. Mir häufig bei einem Spaziergang. Aber wenn er es nicht tut, hat man zur Not immer noch einen Spickzettel dabei.